Jess, Mikes neue Freundin. Sie ist selbstsicher, gutgläubig, respektlos und bald tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. So, dann gehen wir gleich mal rüber. Vorsicht, Jumpscare. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Okay. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey! Ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag? Ich will's wissen. Der blöde Drecksack. Warum erklären? Einfach beharren und Augen auskratzen. Mistvieh. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich hab dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend und bald schon tot. Dann wär's nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich. Und ihr wisst ja. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ja, das ist natürlich dein Freund, der Gepäckträger. Hauptsache, du machst keinen deiner wunderschön designten Nägel krumm. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Und bald schon, naja, das Übliche. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Ach, weißt du was? Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen, also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so, für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Oh, Mist. Mhm. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Mhm. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Du dumme kleine Schlampe, ich lass dich nicht allein. Zack. Em, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen.
Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Ja, sie ist gerade viel sympathischer geworden dadurch. Wen haben wir denn da? Es ist Herr Ashley, verknallt in Chris, fleißig, neugierig, offen und bald gehacktes Halb und Halb. So. Aha. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Die alten Fummler. Ah! Oh Gott! Gott! Hey, hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ja, ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Deine frivole Fummelfreundin ist gerade am Angraben. Klar, wenn du willst. Die packt den Mike gerade in die Unterbuchs. Guck genau hin. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei Em? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Merde. Das ist irgendwie cool, dass alles jetzt anders ist. Natürlich hassen sich bald alle, aber hey. Da ist die Jess wieder. So, Buch lesen. Nee, komm, wir gucken ins Handy. Mal gucken, was Neues auf Twitter gibt. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Auf meine Brüste? Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Zur Bank laufen oder Schneeball? Komm, wir machen Schneeball. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! So, ja komm, den Mike abschießen, können wir trotzdem machen. Au! Yeah, ins Gesicht, ins Dreckige. Das ist doch nicht, das weiß ich. Ich finde das Lied hier ganz cool. Ich schieße ihn trotzdem ab. Hey! Aber sie kriegt auch. Schön aufs Maul. Oh, ein Vögelchen. Das ist ja süß. Ah, das will bestimmt mitspielen, das Vögelchen. Hallo. Komm schon. Hey, Mike. Boom, Schakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Manchmal ist es übrigens besser, nichts zu tun. Wusstet ihr das? Ah, aber ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Nichts tun ist einfach nicht so mein Metier. Was will der Vogel mitspielen? Das wäre gemein, ihn außen vor zu lassen. Oh, Alter! Nein! Alter! Alter! Oh, gemein! Ich weiß. Armer Vogel, armes kleines Piepmätzchen. Oh, echt derb, Jess. Das war doch keine Absicht. Oh, Alter. Oh mein Gott. Michael? Ah, hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay.
Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Bleh, kein Odol. Hier, putz dir mal die Zähne. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja. Teabagging. Fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja. Aber du musst noch warten. Bis später. Hast du das gehört? Ja, irgendwie. Nein! Scheiße! Oh, das wäre die Gelegenheit gewesen. Oh nein! Das war scheiße knapp. Das hätte uns fast erschlagen. Ja, ich meine... Wow, hättest du uns nicht weggezogen? Tot! Oh Mann, ich bin so doof. Ich hab voll die Reaktionen vom Spiel noch. Oh, wieso habe ich jetzt drauf gedrückt? Das ärgert mich. Das wäre ein Tod. Den müssen wir uns mal angucken. Damit hätte ich nie gerechnet. Wieso ist da jetzt ein Eiszapfen gewesen? Die haben vorher rumgeknutscht bei uns im Let's Play und jetzt war da plötzlich ein Eiszapfen? Wie geht denn das? Wie krass, wie geil. Alter, was? 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 Der ist Vorsicht! Oh mein Gott! Oh, schade. Das war verdammt knapp. Boah. Ja, ein Glück habe ich so einen heißen Body. Was? Bodyguard, habe ich gemeint. Wow, sexy und schlau. Roll die Zunge wieder ein und ab zur Lodge, Bodyguard. Oh, ich dachte, er erwischt die jetzt. Ich dachte, das wäre es jetzt das erste Mal. Boah, das mit dem Eiszapfen, wie krass. Habe ich noch nie gesehen. Ich dachte schon, das wäre jetzt so die erste Gelegenheit, wo die sterben könnten. Aber wir merken schon, immer wenn man einem Tier was tut, dann passieren böse Dinge. Und zwar zu Recht, möchte ich sagen. Tut Tieren nichts. Oh, da sind wir wieder bei Professor Schlau-Schlau. Da sind wir wieder. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Und wie fühlen wir uns jetzt? Eigentlich ganz gut. Großartig, möchte ich sagen. Ich finde, dass wir gut vorangekommen sind. Ja, finde ich auch. In der letzten Sitzung. Ja. Sind auch Freunde geworden. Aber ich bin beunruhigt über die Situation. Warum? Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Okay. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Mhm. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Gut, Bilder, aha. Bilder von dir überdauern alle Zeit. Oh, Männer. Boah, Männer machen mich immer so nervös, ganz schlimm. Ich zeig mal mit dem Finger drauf und blätter dann sofort weiter. Guckt ja eh keiner hin. Flugzeuge sind ganz furchtbar. Hier, Finger drauf. Und weiterblättern. Und ertrinken ist, oh, ganz, ganz gräuslich. Ertrinken wäre, oh, das wäre kein schöner Tod. Außer natürlich im Spiel. Und Ratten sind ganz, also man merkt, ich wähle jetzt natürlich bewusst immer das andere von dem, was ich vorher gewählt habe. Er guckt sowieso nicht hin. Ihm ist das egal. Ich kann ja wählen, was ich will. Ihm ist das völlig egal. Oh, Schusswaffen, ganz gruselig. Oh. Am schlimmsten sind natürlich Clowns mit Schusswaffen, das wissen wir natürlich. Oder Kakerlaken mit Schusswaffen. Oh. Hier, Kakerlaken, ganz furchtbar. Er guckt immer noch nicht hin, weil es ihn einen Scheiß interessiert, weil er natürlich überhaupt nicht da ist. Hier, so Clowns, wie Clowns eigentlich gar nicht aussehen. Hier, furchtbar. Ich zeig da mit dem Finger drauf, blätter sofort wieder weiter. Krähen geht gar nicht. Vögel generell. Oh, ich hasse Vögel. Hat er... Ja? Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Nein, wirklich nicht. Gar nicht. Du machst das wirklich. Höchstens sein Mundgeruch. Sei nicht nervös. Bin ich nicht. Alles gut. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, also mit Metronom. Da würde ich ja sagen, wenn es eine Metronomwahl ist, dann mache ich gar nichts. Kakerlaken machen mir Angst. Spinnen sind grusel. Weißt du, was gruselig ist? Was wirklich gruselig ist, ist, dass im ersten Durchlauf das S schwarz umrandet war bei dieser Aufgabe, wo wir uns was auswählen mussten, war immer das S schwarz umrandet und jetzt ist das I schwarz umrandet. Warum sind jetzt alle Is schwarz umrandet? Ist das von Durchlauf zu Durchlauf verschieden? Ändert sich das? Kommt da irgendwie eine Geheimbotschaft oder irgendwas? S-I. Würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwie so ein Easter Egg ist oder irgendwas, was man so 10 Jahre später mal rausfindet.
Okay, das Metronom macht einen Scheiß. Ich will mal spinnen. Weil wir letztes Mal Kakerlaken genommen haben, will ich mal spinnen. So, mal gucken, was passiert. Mhm. Und Krähen, ganz fürchterlich. Ja, ganz, da zeige ich mit dem Finger drauf, so fürchterlich sind die. Interessiert ihn einen Scheiß. So. Und natürlich Clowns oder Zombies. Ach, weißt du was, komm, wir nehmen mal Clowns. Ronald McDonald ist furchtbar. Immer wenn ich ihn sehe, haue ich ihm aus Reflex eine rein. So. Und bestellen mir dann ein paar Krähen McNuggets. Und natürlich, schlimmer als Stürme sind natürlich Krähen. Hier, guck mal da. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich... Ach, ach, sehr gerne. Leck doch noch mal ein bisschen mal mit deinem Mund rum. Spinnen, Clowns und Krähen. Mhm. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich finde, er ist immer noch das Gruseligste am ganzen Spiel. Der Typ hier ist immer noch das Gruseligste am ganzen Spiel. Alles andere ist ekelhaft, verstörend, horrorig, aber er hier ist einfach das Gruseligste am Spiel. Was bisher geschah bei Until Dawn. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Oh, verfluchte Schwanze. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten und neben George als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Der Teil heißt jetzt Eifersucht. Interessant. Hieß ja vorher auch schon so, weiß ich gar nicht mehr. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Naja, und bald wahrscheinlich auch tot. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten? Ich hab schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben mal die Party oder was? Klar, Mann. Klar, Mann. Okay, tratschen oder sorgen? Komm, wir tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Man achtet jetzt ja viel mehr auf Josh gerade. Hey, Chris. Unruhig, zuversichtlich. Ach, weißt du was? Unruhig. Ach, Quatsch. Ist doch alles Bombe. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ja. Total romantisch. Wir gehen mal weiter. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder?
Verdammt heiß. Schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Was redet der Junge? Zustimmen, ja, absolut. Ach komm, alte Buddies. Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste. Das würde ich ja machen, wenn nicht irgendwelche Sägeräder auf uns zufahren würden. Ach, weißt du was, komm. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Okay, das war schön. Wir haben zu tun. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. So, wir legen gleich los. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. So, und jetzt. Na komm. Und. Und. So, das reicht jetzt aber. Ist immer dreimal, komischerweise. So, rein da jetzt. Ich will Tote sehen. Ich meine, ich will weiterspielen. Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Wow, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Dann wissen wir jetzt also auch, wer den Dachs da oben oder Iltis oder was immer da oben auf uns wartet, wer den da eingesperrt hat. So. Bisschen zügig. Keinen Weg natürlich nicht mehr, aber ich laufe jetzt einfach mal hier ganz optimiert durch die Gegend, indem ich renne. Man torkelt schneller beim Rennen, das sieht aus, als wäre er besoffen. Was war das denn? Ach, das war Josh. Kein Problem. So, Badezimmer ist oben. Müssen wir uns gar nicht so lange mit dem ganzen Kruppzeug hier aufhalten. Wo ist denn die Treppe? Da hinten. So. Wenn ich mich nicht täusche, war das hier oben irgendwo. Ich finde, Chris sieht immer so ein bisschen aus wie Jay von Pete's Meat. Ich weiß nicht warum, der erinnert mich immer so an den. Ich habe keine Ahnung warum. Wo war denn das scheiß Bad? Ich dachte, das wäre da hinten in der Ecke gewesen. Badezimmer. Ah, hier hinten geht's weiter. Da müssen wir, glaube ich, auch lang.
So, das sieht doch gut aus. Hört man das Trommeln schon und dann geht's gleich los. Vorsicht, anschnallen. La 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 la. La 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 la. So ein Dreck. Perfekt. So, Deo Hammer, diesmal auch ein bisschen schneller. Hier draußen. Ja, Schnauze, ich komme ja schon. Deo Hammer, schneller als vorher. Weil wir diesmal keine Beweise gesammelt haben. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Da wären wir also. Komm gleich nicht nach Bitchfight. Oh, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Oh weh. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Oh oh. Warnen halte ich von Emily fern oder herausfordern? Komm, wir fordern ihn heraus. Was soll's? Aufs Maul, Freunde. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Zufällig getroffen? Die haben sich nicht zufällig getroffen. Sie ist ja extra hinterhergelaufen. Wir haben ihn vorher schon zufällig getroffen, wo wir uns erschrocken. Was erzählt denn für eine gequirlte Scheiße? Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Genau. Pass bloß auf. Gute Vibes fürs Wochenende. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Eieiei, provozieren? Ach, weißt du was? Komm, wir provozieren ein bisschen. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Ach, ist das schön. Vorher haben wir einmal Emily... ja, ich will natürlich Emily entschärfen, aber ganz ehrlich... Ja, weiß ich nicht. Boah, der arme Junge. Tut mir voll leid. Mit seiner komischen, biestigen Fremdgehfreundin da. Ich glaube, die haben auch gevögelt. Auf dem Weg im Schnee wie die Tiere. So, entschärfen? Ach, weißt du was, komm. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike,
Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Hä? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Na, Gott sei Dank, die stinkt ja schon das ganze Let's Play voll. So, das wäre geschafft. Look at your eyes, they're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around me so tight. Are you listening? Are you listening? Look at the light, how it's dropping off the moon tonight. You always had a way to throw the light. And you gonna stay. Are you listening? Are you listening?